jetzt hier bei dem Max von YCS 2 im Hilton Hotel. Du hast die Top 16 erreicht. Ihr habt Tag 2 heute hier gespielt, auf Main Event Area, sag ich mal. Ja, genau. Du hast Salamander Upgrade gespielt und willst bei uns das Deck zeigen, ne? Jo. Okay, dann leg mal los. Ja, Traeger Cell. Main Deck, andersrum wäre es immer besser, weil die Leute das wollen auch genau sehen, was das ist. Traeger Cell. Traeger Cell. Ja, Standard natürlich. Drei Spinny, wo man der dritte gerade ist hier. Ja. Drei Spinny. Drei Foxy auf jeden Fall. Extrem gut auch, um Backroll zu clearen. Mhm. Jo. Dann den Falco und ein Jack Jagger. Einfach Staple. Nur zwei Diva Käfer, weil die, wenn sie jetzt erupted wird, ist einfach extrem scheiße. Und da kann man nicht wirklich weiterspielen und extenden. Mhm. Dann Handtraps. Alles Mögliche. Ja. Ein Stück. Ist auch ein bisschen Budget Deck. Permanence zu teuer. Ja, die ganzen Spells davon. Standard. Ja. Ja. Hier kommt vielleicht noch eine zweite rein. Mhm. Ich habe das Deck selber nicht gebaut. Shoutouts zu Richard Schönberg und Martin Schönberg. Die Leute von dir sind auch am Start. Ja, die haben das Deck für mich gebaut. Ich spiele immer nur die Decks, die sie bauen eigentlich. Zwei Pots, um einfach extrem die Traps nachzuziehen. Mhm. Kommt jedes Mal sehr gut eigentlich. Und ein Burial noch zum Reinlegen und Place Extension. So, dann Traps. Drei Strikes, ein Urteil. Mhm. Drei Golden Match Main und die zum Standard. Ja. Okay. Mandic 40. Das kommt sehr oft und demnach sehr gut. Ja. Mandic sind 40 Karten? Mandic 40 Karten. Okay, gut. Cool. Dann zeig uns mal das nächste. Irgendwas. Side extra. Side Deck. Okay. Drei Unrestler Frankenstein. Die sieht man zur Zeit überall. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Drei Longlanze gegen Thunder. Ja. Drei Cold by the Grave. Mhm. Warum nicht im Main Deck? Ganz einfach, weil wir auch nur zwei Lady Deepak spielen. Mhm. Und wenn wir drei spielen würden, würden wir wahrscheinlich drei Cold by the Grave spielen. Aber die, ich finde, ohne, also auch man kann auch Trots Hand Traps richtig gut Sport hinlegen und extrem eskalieren. So, wenn man durch zwei Hand Traps spielt und immer noch eine Negation hat und zwei Monster auf dem Feld, dann hat der Gegner mehr Losses davon getragen als hier. Okay, alles klar. Gut, was haben wir noch auf der Seite? Wir haben noch drei Twin Twister. Kommt sehr gut gegen Sky Striker, natürlich. Eine Warning und zwei Evening Match. Okay, super. Dann kommen wir noch zum Extra Deck. Extra Deck, leider viel zu wenig Platz. Am liebsten 20 Karten spielen. Deswegen mag ich nicht ganz so sehr. Drei. Drei, zwei. Mhm. Eine Fusion. Zwei Mirror Stereo, ganz einfach, weil man sehr oft zwei braucht und gerade im Mirror fehlt einem auf die zweite. Dann ein Albtraum Phoenix, weil es so ein Feuermonster ist und Backrow clean kann. Die OTK-Kombo, mit der ich eigentlich 90% meiner Spiele gewonnen habe. Update-Jammer, ne? Ja. Update-Jammer, genau. Update-Jammer und Transport-Talker. Und der Abyss-Bewohner. Okay. So gegen Burning Abyss, aber was halt mal kommen könnte, oder? Nee, kann man eigentlich, besonders im Mirror kommt der gut. Genau, da ist auch gut. Und teilweise auch, wenn man die Trap schon hat, kann man eine Combo hinlegen, dass man, oder die Trap sozusagen extenden kann, kann man eine Combo hinlegen, wo man Dweller plus Negation hat. Und dadurch die Combo noch stärker macht. Ja. Okay, super. Erstmal Dankeschön dafür. Noch Grüße oder Wünsche? Ja, auf jeden Fall Grüße an meinen Schönberg, Richard Schönberg und zu Nikola, meine süße Freundin nach Hause. Okay, wunderbar. Damit danke ich mich. Dankeschön. Macht's gut. Ciao.